Guten Morgen und herzlich willkommen heute am 15. Januar in den Live-Trading-Räumen der European Trading Academy. Und es ist mal wieder Brexit Day. Das Thema begleitet uns ja nun schon die letzten 2 Jahre intensiv und wird mal etwas heißer und mal etwas kälter gekocht. Und im Moment steht es natürlich wieder ganz, ganz oben auf der Agenda. Heute so gegen 19, 20 Uhr wird die Abstimmung im britischen Parlament erwartet. Allerdings können wir mit den Ergebnissen wahrscheinlich dann erst so 22 bis 24 Uhr rechnen und somit wird der gesamte Handelstag unter dieser Nachricht leiden. Warum leiden? Nun, typischerweise gibt es keine großen Positionierungen vor dieser Entscheidung und meistens dann erst nachher. Wir wollen mal ganz kurz beleuchten, ja, wie ist es denn jetzt um die einzelnen Szenarien bestellt, wie wirken die sich auf den Markt aus, und wir müssen hier einfach in Wahrscheinlichkeiten denken. Also das am unwahrscheinlichste Szenario, was sich im Moment präsentiert, ist das, es gibt heute die Abstimmung über den Vertrag, der mit der EU geschlossen werden soll. Und man akzeptiert diesen Vertrag und der Brexit geschieht somit zum 29. März und alles verläuft in sozusagen geregelten Bahnen. Das wäre ein Traum, weil dann entsprechend Sicherheit herrscht, aber die Wahrscheinlichkeiten dafür sind ganz gering und wir ordnen das mal als sehr unwahrscheinlich an. Und in dem Fall würden natürlich folgende Reaktionen am Markt zu erwarten sein. Stark steigender DAX, stark steigender US-Markt, natürlich der britische Index würde auch entsprechend steigen, britisches Pfund würde deutlich steigen, Euro würde steigen, Bund würde massiv fallen. Also wir hätten eine sehr, sehr starke Bewegung. Ich glaube nicht, dass wir mit dieser Bewegung rechnen können, weil einfach das nicht in dieses also das Ergebnis einfach nicht zu erwarten ist. Die zweite Möglichkeit, die wir hier haben, ist dann die Ablehnung und dann tut sich im Prinzip wieder ein Unsicherheitstor auf für die nächsten paar Tage. Nämlich, ja, wie geht es weiter? Kommt es zu dem harten Brexit oder kommt es, was auch eine Option ist, dazu, dass man einfach den Brexit nochmal ein bisschen nach hinten rausschiebt? Und letztendlich ist das in beiden Fällen erstmal nur eine Bestätigung des Status quo. Was heißt Bestätigung des Status quo? Es ist nicht irgendwie eine negative, böse Überraschung, wie es damals, als das Referendum da war, wo keiner mit gerechnet hat, dass das Referendum positiv ausfällt, sondern es bestätigt, naja, wir wissen jetzt nicht, wie es weitergeht und wir wissen es dann danach nicht, wie es weitergeht. Bestätigung des Status quo sind allerdings für den Markt auch eher leicht positive Nachrichten. Warum das leicht positive Nachrichten sind, ist vielleicht für den einen oder anderen verwirrend, aber wir müssen einfach Folgendes sagen. Die Leute, die Angst hatten, die emotional hier handeln oder für die das wirklich eine wichtige Rolle spielt, die haben den Markt bereits verlassen. Das heißt, hier war genug Zeit, sich auf dieses Ereignis einzustellen. Und somit gehe ich davon aus, dass dieses nicht einen wirklich großen negativen Impact auf den Markt hat. Was nicht heißt, dass der S&P, DAX oder sonst wie DAX vielleicht 150 Punkte tiefer gehen kann, S&P vielleicht 20 Punkte tiefer gehen kann, aber dann ist die Geschichte gegessen. Das heißt, dann werden andere Themen an der Börse besprochen. Und das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass wir jetzt hier nicht panisch auf eine Abwärtsbewegung aufspringen, wenn hier entsprechend der Markt ein bisschen nach unten zuckt, sondern vielmehr in einem aktuellen Szenario, ja, nachdem wir 3 Monate lang den S&P und DAX unter Beschuss hatten und wirklich hier genug Zeit hatten, auch ängstliche Hände abzuschütteln, dürften sogar hier die fallenden Kurse, die eventuell möglich wäre nach der Entscheidung, gute Einstiegskurse für eine Erholung in zum Ende des Monats sein oder zumindest für einen kleinen Recovery-Versuch in den Markt. Das heißt, wir könnten hier sehen genau die gegenteiligen Reaktionen, wie ich eben sagte. Das heißt, wir könnten am Anfang eventuell einen etwas schwächeren DAX, S&P und auch Euro sehen, der dann aber relativ schnell recovert. Und ich würde hier aus strategischer Sicht diese Recovery-Variante bevorzugen und glaube nicht, dass das Momentum-Play nach unten hier eine wesentliche Rolle spielt. Interessanterweise dürfte im Bund-Future
den wir ja hier auch im Moment in einer sogenannten Top-Bildungsphase haben. Vielleicht rufen wir uns mal gerade den Chart von dem Bund Future auf. Das ist hier der März-Kontrakt. Und wir haben, ich gehe mal vielleicht auf den Endlos-Kontrakt gerade drauf im Bund Future, dann ist es vielleicht etwas einfacher zu sehen. Und wir gehen nochmal gerade hier zurück, die letzten Jahre, schauen uns hier den Chart an und vielleicht gehen wir sogar, na, da kommt sogar noch, ja, habe ich hier auch noch drauf. So, schauen wir uns mal gerade an den Chart hier. Also, wir hatten, wenn wir uns den Bund Future anschauen, dann hatten wir hier damals, ihr seht hier, das ist der Juni gewesen, das war hier entsprechend damals ist das überraschende Brexit-Ereignis. Und das hat dazu geführt, dass die Renditen extrem gesunken sind, also Zinsen extrem gesunken sind. Danach hat es allerdings sich wieder normalisiert. Wir befinden uns jetzt in einer anderen Situation, denn das hier war eine echte Überraschung und was hier kommt, ist keine echte Überraschung. Und wenn wir uns jetzt hier diesen Chart hier anschauen, dann sehen wir eigentlich, dass wir hier in diesem Bereich von 165, 165, 20, dass wir hier eine massive Widerstandszone haben. Und wir hatten auch schon in unserem Chart erwähnt, dass wir, wenn wir hier so eine ABC-Bewegung haben, ja, und die C exakt gleich der A ist, dann würden wir 165,20 hier oben irgendwo den Markt erwarten. Und ich würde in diesem Fall vielleicht nochmal ein kleines Aufpoppen über diese, also in dem Fall, dass wir, in dem wahrscheinlichen Fall, dass das Brexit, die Einigung mit der EU erstmal abgelehnt wird, könntest du einen schnellen, kurzen Anstieg nochmal des Bund Futures kommen, aber hier in diesem Widerstandsbereich. Und das Ergebnis wird wahrscheinlich ähnlich ausfallen wie hier nach dem echten Brexit, vielleicht sogar noch ein bisschen härter, nämlich, dass der Markt sich normalisiert und Normalisierung wäre, dass wir hier zurückkommen. Das heißt, auch hier würden wir eigentlich im Moment die beste Chance sehen, in diesem Markt bei der Verunsicherung Order filled. Steigenden Kurse hinein Order zu verkaufen, weil wir hier davon ausgehen, dass nur ein Status quo bestätigt wird und das heißt, es gibt eine kleine Panik, die dann allerdings wieder reversed wird. Das ist für uns das wahrscheinliche Szenario, so wie wir das entsprechend umsetzen wollen. Okay, gucken wir uns dann jetzt, also haben wir im Prinzip die ganzen Sachen besprochen. Was man eben noch sagen muss, es gibt so eine dreitägige Frist, in der neue Alternativen vorgeschlagen werden müssen dem britischen Parlament. Das heißt, die läuft dann diese Woche sozusagen los. Und was im Moment die meisten Marktteilnehmer noch wirklich nicht voll auf dem Schirm haben oder beziehungsweise noch nicht voll eingepreist wäre wirklich ein harter Brexit. Das heißt, man geht ohne Vereinbarung in anderthalb Monaten raus. Das wäre sozusagen das ganz bärische Szenario, was dann auch wirklich etwas größere Korrekturen an Aktienmärkten und auch Devisenmärkten zur Ursache hätte. Das halte ich allerdings auf der Skala der Wahrscheinlichkeiten auch für relativ unwahrscheinlich, weil auch hier es einfach noch Möglichkeiten gibt, Zeit zu gewinnen. Und wir wissen eigentlich, in der Politik geht es häufig einfach nur darum, dann auch mal Zeit zu gewinnen. Und Zeit kann man eben auch gewinnen, indem man einfach hier den Termin für den normalen Brexit etwas nach hinten schiebt. Und das wird wahrscheinlich das mit am höchsten zu wahrscheinlich, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu erwartenden Ereignis sein. Sollte es zu diesem harten Brexit ganz schnell kommen, ja, dann können wir etwas Verunruhigung an den Märkten sehen. Aber auch hier nochmal, das Thema ist zum großen, großen Teil bereits eingepreist und wir sollten uns auch hier nicht zu viel stressen. Es gibt hier an den Märkten wichtigere Themen, die den Markt berühren werden. Und da kommen wir jetzt sozusagen zu den wichtigen Themen. Natürlich ist der Hauptmarkt, der hier weltweit alle Börsen noch leitet, der S&P. Wir haben den S&P seit letztem Jahr in einem deutlichen Abwärtstrend. Wir sind aber auch aktuell in einer deutlichen Gegenkorrektur. Und diese Gegenkorrektur hat zumindest jetzt hier erstmal Minimumstrukturen erreicht. Also wir kommen hier auch in einen Bereich, wo durchaus
mal wieder ein Test der Wiederaufnahme des Abwärtstrendes passieren kann. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig hier, wir haben auch hier erstmal viele Informationen eingepreist in den Markt. Und wenn wir uns jetzt das anschauen, also wir haben für 2019 keine einzige Zinserhöhung mehr eingepreist. Das heißt, wir gehen hier von einem optimalen Szenario aus. Wir haben den Markt trotz Haushaltssperre in den USA, die mittlerweile die längste in der Geschichte ist, trotzdem in dieser deutlichen Gegenreaktion und fast 10% vom Tief weg. Auch hier geht der Markt einfach von dem besten aller Szenarien aus. Und das heißt, wir haben hier im Moment ein relativ positives Bild eingepreist. Und damit dieses positive Bild Bestand haben kann, ist es jetzt, und das hat jetzt mit dem Brexit nichts mehr zu tun, sondern das hat mit den nächsten Wochen zu tun, ist es einfach jetzt sehr, sehr entscheidend, wie wird der Markt reagieren auf die Ergebnis-Season 2018, das heißt das letzte Quartal 2018. So, per se kann man nicht sagen, dass wir hier bei schlechteren Ergebnissen fallen, sondern auch hier zählt wieder, die Nachricht ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende aus Sicht von uns Tradern ist, wie reagiert der Markt auf die Nachricht. Das heißt, wir können, wenn wir gemixte Nachrichten haben, das heißt, und das wird der wahrscheinlichste Fall sein, ein paar Unternehmen werden gut sein, ein paar Unternehmen werden schlecht sein oder ein Unternehmen wird einen hohen Gewinn machen, aber einen Umsatzrückgang haben oder es wird einen niedrigen Gewinn machen, aber eine Umsatzsteigerung. Also gemixte Nachrichten, wo man das ein wie das andere rausziehen kann, dann wird es sehr entscheidend sein, welche Nachricht, auf was fokussiert sich der Markt. Und das zu erkennen, das wird unser Job in den nächsten 3 Wochen zu sein. Das heißt, uns die Zahlen anzugucken von den ganzen US-Unternehmen und zu schauen, auf was fokussiert der Markt sich. Versucht er die positiven Dinge rauszuziehen oder konzentriert er sich auf die negativen? Und das wird uns Ausblick geben, auch dann entsprechend über die zukünftigen Trends, wie der Markt läuft. Natürlich wird das Ganze technisch auch untermauert sein, das heißt mit Bewegungen, mit Hochs und Tiefs. Aber mir geht es vor allem hier um die Reaktion. Und das haben wir gestern schon sehr gut sehen können bei der Citigroup. Wir haben hier gesehen, das waren Mixed-Nachrichten. Die Aktie kam etwas tiefer rein, ist dann allerdings im Laufe der Handlungssitzung, im Verlauf der Sitzung gestiegen. Und das hat auch erstmal, das haben wir gestern hier auch gesehen, ne, Markt kam im S&P etwas tiefer rein, konnte sich dann aber auch erstmal wieder erholen. Das heißt, im Moment erfährt der Markt hier noch Unterstützung von Käuferseite. Das heißt, die Käuferseite ist hier noch aktiv und hält den Markt. Sie kriegt ihn vielleicht im Moment oder hat ihn im Moment noch nicht über die 2,6 pushen können, aber sie hält ihn. Und das bedeutet, solange wir so ein Verhalten sehen, sind sowas, wie wir gestern auch im Live-Trading-Raum Future gemacht haben, Rückgänge in dem Index Kaufkurse. Ich will diese Aussage jetzt nicht für die nächsten 3-4 Monate stehen haben und auch nicht für die nächsten 3-4 Wochen. Das heißt, da müssen wir Tag zu Tag entscheiden. Aber das ist tatsächlich im Moment noch so. Wir haben hier vom S&P im Moment ein bisschen Aufwärtsdruck. Und ja, der ist jetzt seit letzter Woche in so eine Seitwärtsrange, in so eine Basis übergegangen. Und in der ist der Markt erstmal gefangen. Aber wir sehen eben auch durchaus noch nicht, dass der Markt kleinste Nachrichten zum Anlass nimmt, wie es hier vorher in dem Fall war, dass er entsprechend hier nach unten durchbricht. Und von daher sollten wir uns eben auf sowas einstellen. Heute Morgen hat der DAX dann auch direkt hier positiv eröffnet, neues Verlaufshoch gemacht. Und ihr seht, trotz dieser Brexit-drohenden Nachricht, ja, haben wir hier neue Hochs. Ja. Und jetzt ist es wieder so, ihr müsst, wenn ihr die Börse verstehen wollt, dann muss euch immer klar sein, dass wenn der Drops gelutscht ist, beziehungsweise nicht anders, wenn die Nachricht raus ist, ist der Drops dann schon gelutscht. Das heißt, das ist dann schon alles passiert und Märkte leben von Antizipation. Sie nehmen von Vorwegnahme.
Und das bedeutet eben auch, hier die Märkte nehmen jetzt einfach mal vorweg, dass es beim Status Quo bleibt. Und der Status Quo, den kennen wir, da ist nichts Neues und dann konzentrieren wir uns auf was anderes. Deswegen geht jetzt eben der DAX hoch. Aber jetzt eben vorsichtig. Wenn der DAX dann nach der Brexit-Entscheidung nach oben gegangen ist, weil der Status Quo bestätigt ist, dann ist das Thema auch gegessen und dann wird sich auf was Neues konzentriert. Und das ist dann wichtig für den Trader wieder rauszufinden, auf was konzentriert er sich. Weil ihr könnt dann nicht einfach, sonst lauft ihr dem Markt immer hinterher, von Ereignis zu Ereignis hinterherlaufen, sondern es geht, und da hilft uns die Sequenztheorie dann, eben zu schauen, auch wie verhalten sich Hochs und Tiefs. Und wir haben hier auf Stundenchart im Moment eindeutig bestätigten Aufwärtstrend seit dem 27.12. Auf Daily Chart sieht das noch ein bisschen anders aus, aber auf Stundenchart ist der da. Und wenn wir hiervon reden, dann sehen wir, ja, okay, wir haben hier bei der 11.000 haben wir so ein bisschen Widerstand und da kommt Widerstand rein. Aber das ist ein ganzer großer Bereich und wir sehen das hier bis hier. Das heißt, wir haben hier eine Zielzone, die mal 500 Punkte nach oben umfasst und da braucht es nicht viel nach so einer starken Abwärtsbewegung, dass der Markt hier erstmal reinläuft. Also wovon ich mich im Moment so ein bisschen verabschiede, ist der aggressive Short-Gedanke. Ja, sondern wir sehen im Moment einfach klare Anzeichen, dass der Markt sich beginnt, ein bisschen nach oben zu schieben. Aber was ich jetzt auch nicht propagiere, ist jetzt hier die nächste große Rallye nach dem Motto, alles Cash rein in den Markt, sondern wir werden es mit einer korrektiven Aufwärtsbewegung zu tun haben. Korrektive Aufwärtsbewegung heißt, wir werden uns auch viel hin und her schieben in den Markt. Es ist nicht die beste Nachricht für Trader, kann ich euch direkt sagen, weil das ist nicht ganz einfach zu traden. Kann man mit Optionen definitiv auch besser umsetzen. Das heißt, hier bieten sich Optionsstrategien an. Das ist bei uns ein Thema auf dem Level 3, wo wir das entsprechend vorstellen. Aber ich muss eben einfach sagen, es ist einfach so, nach diesen tollen, ja, im Prinzip 6 Monaten starken Trend, den wir im DAX hatten, ja, und dann nochmal die Trendbeschleunigung in den letzten 3 Monaten, ist es dann auch normal, dass der Markt mal wieder ein bisschen durchatmet und ein bisschen verschnauft. Okay, so, das einfach jetzt mal hier zu diesen Ereignissen. Gehen wir nochmal gerade auf den Euro. Der Euro hat natürlich generell eine Brexit-Problematik trägt eine Brexit-Problematik in sich. Er ist zwar nicht das britische Pfund, aber natürlich sind wir hier auch betroffen und wir haben im Moment dieses Tief, das Hoch und dieses Tief hier. Und hier habe ich es ja gestern schon angekündigt, ein neues Tief würde einen Trendwechsel propagieren. Und dadurch, dass wir vorher hier diesen Aufwärtstrend haben, haben wir dann einen Markt mit schnell wechselnden Trends. Und der Euro hat, das müssen wir einfach sagen, im Moment ein Gleichgewicht gefunden. Und dieses Gleichgewicht bewegt sich natürlich nicht auf einen Preis, sondern es schwankt um die 115 plus minus 2 Cent. Ja? Das heißt, das ist hier die rote Linie, Gleichgewichtspreis plus minus 2 Cent. Wir sind mal drunter, wir sind mal drüber. Und hier bedarf es fundamentaler Impulse. Es geht hier immerhin um eine Währung und das ist kein Spekulationsobjekt wie ein Bitcoin, wo jetzt eine Masse einfach mal reingeht, weil sie irgendwie überzeugt ist, oder eine Masse rausgeht, weil sie Angst hat, sondern es ist eine Währung, wo sehr viele fundamentale Gründe da stehen. Und da müssen wir einfach jetzt Folgendes sagen. Wir haben im Moment keine Gründe für einen stärkeren US-Dollar, weil wir eben hier die Zinserhöhung für 2019 sozusagen vom Markt nicht mehr sehen. Wir haben aber auch keine Gründe für einen steigenden Euro, weil wir hier auch nicht sehen, dass es seitens der Zentralbank irgendwo auf der Zinsseite Änderungen gibt oder dass hier wirtschaftlich wesentliche Faktoren sich verändern. Und dann ist der Markt einfach in diesem Gleichgewicht gefangen, geht hin und her, macht es extrem schwierig aus Trader-Sicht. Man kann hier dann sehr viel mit Unterstützungen und Widerständen arbeiten, aber so richtig das Geld verdienen tut man eigentlich eher mit Trends. Und auch hier müssen wir uns dann einfach ein bisschen drauf einstellen auf einen temporären Winterschlaf vom Euro. Also den sehe ich hier und es gilt dann hier auch eher mal an den Extrempunkten von der Range gegenteilige Positionen einzunehmen. Also unteres Ende Range eher kaufen, oberes Ende Range eher verkaufen. Aber auch hier würden sich eher Optionsstrategien im Moment anbieten. So, jetzt haben wir Marktkommentar heute ein bisschen länger gehabt, aber ich denke mal, weil heute dieser Brexit-Tag ist, ist es nicht ganz ohne.
Ich weiß, für viele ist es verwirrend, diese verschiedenen Szenarien. Ich finde, das klarste Szenario finden wir im Moment beim Bund Future wieder, weil der Bund Future hat das Potenzial, dass wir nochmal ein kleines Peak nach oben sehen im Zuge einer Panik. Das würde ich aber im großen Chartbild als eine gute Verkaufsgelegenheit einstufen, Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn wir uns den saisonalen Verlauf von Bund Future anschauen, dann ist diese Periode, die jetzt heute beginnt, 15. Januar, ungefähr bis Ende März, die Periode, wo entsprechend der Bund Future saisonal auch unter Druck kommt, also auch dort schwächelt. Und wir haben einfach relativ viele Argumente, warum dieser Markt eher am oberen Ende einer großen Trading Range angekommen ist und um die 165 gute Verkaufsgelegenheiten bieten wird. Soweit, erstmal. Morgen sind wir schlauer. Ich werde natürlich den Marktkommentar morgen wieder auf die ganzen Ereignisse eingehen. Für heute sieht unser Trainingplan aus. Finger relativ stillhalten bis zu der Entscheidung und auch nach der Entscheidung. Ja, wie gesagt, wir können vielleicht auf eine kleine Squeeze im DAX setzen. Da geht's aber, stellt sich die Frage, wo kommen wir da entsprechend noch rein? Ja? Und auch vielleicht noch im S&P. Also eine kleine Squeeze, weil der Markt das Status Quo-Szenario wohl spielen wird. Wünsche euch einen guten Tag, gute Trades, bis dann, bye bye, euer Birger.